Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. In der letzten Folge haben wir uns bis zum Dungeon-Boss vorgearbeitet und werden jetzt gegen den auch kämpfen. Ich vermute, dass wir den Hammer brauchen. Man darf gespannt sein. Ach du Scheiße, was ist das? Oh je. Wow, fuck. Alter, was? Oh, wie gemein. Die kann doch kein Mensch sehen. Okay. Was muss ich denn jetzt machen? Okay. Hä? Das tut ihm jetzt irgendwie nicht so weh. Wo muss ich ihn denn treffen? Oh fuck. Hä? Wo muss ich ihn denn treffen? Ach, ich muss ihn einfach wirklich oft genug treffen. Scheiße. Scheiße! Oh Gott, ey, wie oft muss ich den denn noch treffen, ey? Und ich hoffe jetzt keine Fehlmeldung. Jetzt muss wirklich jeder Schlag muss jetzt... Ach du fuck. Wow, das war knapp. Weg, weg, weg mit dir. Oh oh. Junge? Warum triffst du den schon wieder nicht? Ich glaube, ich habe ihn besiegt. Ach du Scheiße. Ja, ich würde mal sagen, brutaler Dungeon-Boss war brutal. Ach du Kacke, ey, der hat mir ja ordentlich Leben abgezogen. Aber egal, wir haben es geschafft, wir haben die erste Weise befreit, wer auch immer das ist. Kann ich mich hier eigentlich... Ne, man kann sich da ja gar nicht verletzen, das ist ja doof. Okay. Strohi, du hast mich aus den Klauen der Ungeheuer befreit. Ich bin dir auf ewig dankbar. Diese Welt war einst das goldene Land, in dem das Triforce im Verborgenen ruhte. Doch weil Ganon, der Anführer der Diebe, es so wünschte, wurde diese Welt verändert. Sobald er seine Macht hier gefestigt hat, will er sicher auch die Lichtwelt erobern. Er will mit uns sieben Mädchen und unseren geerbten Kräften ein größeres Portal zwischen den Welten nahe der Burg von Hyrule errichten. Doch das Tor steht noch nicht so ganz so offen, es bleibt noch Zeit. Mit vereinten Kräften können wir die Barriere brechen, die Ganons Versteck umgibt. Ich kann dir sagen, wo die anderen Mädchen zu finden sind. Nur du kannst Ganon besiegen. Zum gegebenen Zeitpunkt werde ich meine wahre Gestalt annehmen. Hast du alles verstanden? Na klar. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Sehr schön. Damit... Boah. Was sagt denn die Karte? Die Karte gibt mir echt alle sieben. Beim Masterschwert ist einer. Der zweite ist da, wo der alte Dungeon... Nee. Ach, da ist das. Okay, okay, okay. Ich muss jetzt den Weg hier zurück und muss dann da die zwei erwischen.
Okay, das hilft immer noch nicht. Und hochheben können wir das auch noch nicht. Ja, super. Also muss ich echt den ganzen Weg zurücklatschen, das ist ja doof. Na, hier schmeißt der erste schon wieder mit Bomben. Das da hinten sieht mir echt so aus, als ob man da eine Bombe legen könnte. Ich will das mal kurz nachprüfen, während der hier seine Kameraden und Kumpanen und alles umbringt. Ne, damit kann man nichts anfangen. Okay, Bombe. Ach, da bin ich ja falsch. Ich wollte ja hier prüfen. Ups. Auch nicht, okay, schade. Moment, da wo der Bombenleger war. Da war ich doch jetzt noch gar nicht, oder? Was ist da, wo der Typ ist, der die Bomben legt? Penner. Weg mit dir. Damit können wir aber nichts anfangen, ne? Nee. Ich krieg die nicht weg. Das ist sehr schade. Und hier ist dann nicht mal mehr was. Ach komm, ey. Hab ich ihn vollkommen umsonst umgebracht, der arme Typ. So, hier weiter, hier weiter. Geld nehme ich natürlich gerne mit. Genau, hier war dieser komische Tempel. Wie kommen wir eigentlich in den rein? Ach so. Wow! Dieser Dreckswichser, ey. Was ist denn eigentlich hier? Was sagst du mir? Hallo Fremder, suchst du nach der goldenen Macht, dann bist du leider zu spät. Sie gehorcht nur dem, der sie als erster berührt. Und der hat diese Welt erschaffen, ein Spiegelbild seiner dunklen Seele. Ach ja, ich suchte eins, auch ich suchte eins nach der goldenen Macht. Und sieh, was aus mir und all den anderen geworden ist. Nur wer den jetzigen Beherrscher dieser Macht bezwingen kann, wird diese Welt erlösen. Bis zu diesem Zeitpunkt bin ich in dieser bizarren Gestalt gefangen. Es ist unglaublich, was uns unsere Vorfahren hier hinterlassen haben. Das Triforce, die goldene Macht. Was findet sich denn hier? Okay. Boah, das ist ja nett. Nein! Oh, meine schöne Bombe, verdammt! Link, geh nicht immer durch Türen. Ja, aber hier war eh nichts. Ich hatte es vermutet, ja. Tatsächlich. Nur was bringt uns dann dieser Ort? Oh, schöne Musik. Wow. Wo ist denn jetzt die 2? Ist da unten. Okay. Was ich jetzt aber mal machen wollte, ich kann auch hier jederzeit den Spiegel einsetzen, ne, genau. Okay, die hassen mich noch immer. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ich kann doch hier schwimmen, ne? Wo
Wo schwimme ich denn hin, wenn ich hier schwimme? Oh je. What? Ach, weil ich hier stehe und diesen blöden Spiegel aktiv hatte. Ja, alles klar. Dann ist hier nicht mal mehr was wetten. Oh, da, nein. Scheiße, irgendeiner erwischt dich immer. Was ist denn hier? Ah ja, hier ist gar nichts. Ja, super. Ah, toll, ey. Ist da oben vielleicht ein Herzteil? Nee, das ist der ganz normale Weg. Ah, super. Diesen Schaden habe ich mir ganz umsonst geholt. Auch wenn diese Stelle hier rechts unten mir etwas verdächtig vorkommt. Leck mich am Arsch. So, Bomben nehme ich mit. Danke. Weiter, weiter, weiter. Oh, was ist das? What? Sogar die hassen mich. Aber die sind nicht sonderlich widerstandsfähig. Bombenshop. Ah, cool. Den kaufe ich. Ich wäre recht... Fick dich. Ich sollte aufhören, diese Viecher zu töten. So, das hier ist doch unser altes Haus, ne? Ha, wenn das hier unser Haus ist. Vielleicht, aber ganz vielleicht können wir hier... Wow. Alles gut bei dir? Was? 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 Bomben, mächtige Bomben, 30 Stück, 100 Rubine, Bomben, kauf Bomben. Ja, super, da habe ich ja schön mein Geld rausgehauen, du blöder Wichser, ey. Das ist ja gar nicht wahr. Oh, schaut euch diese schönen Figuren an. So. Komme ich jetzt eigentlich sofort wieder in die andere Welt? Ja. Nehmt mir das jetzt nicht übel, aber ich habe keins. So, jetzt salopp. Dass es ein bisschen entfernt ist. Dann kriege ich doch hier... Ja. Ich muss mir mal kurz hochfahren. Das ist ja nicht illegal. Das darf man ja. So. Und damit hole ich mir die letzten beiden Herzen, die ich brauche. Und habe wieder volles Leben. Süß. Diese Figuren mag ich. Also ab zurück in die Schattenwelt. Unser Ziel ist unten. Oh, die Musik ist so geil. Ja, ja, klar. Alles easy bei euch. Wo muss ich denn hin? Weiter nach unten. Es dürfte hier sein, gell? Wow! Wow, 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 wow!
Level 2 Sumpfpalast. Hey, super, ich bin da. So, weil ich aber ehrlich gesagt ziemlich fertig bin, werde ich die Folge heute schon ein bisschen früher beenden. Ich würde mal sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Bis dahin, Servus!